Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Mit dabei Kater Luke und Kater Liam, heute mal Premiere. Beide sind mit dabei, denn die Kost, die ich euch jetzt hier serviere, die ist schon heftig. Für den einen oder anderen, für manche auch nicht. Wir werden heute nochmal das Thema Anne Wünsche aufgreifen, doch. Und wir werden über den jüngsten Schwangerschaftsabbruch sprechen, aber vielmehr über die neue Schlagzeile, die da heißt, Anne Wünsche will nach Abtreibung lieber Party machen und ordentlich saufen. Und entsprechend merkwürdig hat sich Anne Wünsche auch selbst auf Instagram geäußert. Ihr Statement fand ich persönlich ziemlich daneben. Darüber werden wir heute sprechen. Ich werde euch den Promiflash-Artikel zeigen und natürlich auch ihre Stellungnahme. Und wenn du sagst, Mensch, Danny, das ist genau die richtige Portion Trash für morgen zum 8, zum ersten Kaffee, dann fühle dich herzlich eingeladen, mir hier auf YouTube zu folgen. Wir sind hier eine kleine Trash-Familie, die hier stetig wächst. Also, es gab einen Promiflash-Artikel, über den sich Anne Wünsche sehr geärgert hat. Und den zeige ich euch heute ausnahmsweise zuerst und dann natürlich auch ihre Reaktion, die sehr beleidigt war. Vielleicht schon ein bisschen amüsant, wenn das Thema nicht so ernst wäre. Und das ist der Artikel, wir zitieren von Promiflash, nach Abtreibung. Anne Wünsche hat Lust auf Party machen. Anne Wünsche hat Bock zu feiern. Vor wenigen Tagen hatte die Influencerin ihren Fans im Netz schockiert verkündet, dass sie nach drei Kindern wieder schwanger ist. Da sie das Kind auf keinen Fall behalten wollte, plant sie, eine Abtreibung durchzuführen zu lassen. Am Mittwoch war dann ihr Termin im Krankenhaus und Anne brach ihre Schwangerschaft ab. Das scheint sie inzwischen gut verkraftet zu haben, denn Anne fliegt diese Woche nach Mallorca. Zitat Ende. Der Richtigkeit halber möchte ich hier noch einmal erwähnen, dass es der zweite Schwangerschaftsabbruch war. Anne Wünsche war ja schon mal schwanger und hat dort auch abgebrochen. Hier ein zweites Mal und die eigentlichen Schlagzeilen, über welche sich sehr viele Zuschauer geärgert haben, war nicht nur, dass sie hat abtreiben lassen, sondern danach die Werbestory zu ihrem Parfüm und zu ihrer Kaffeegeschichte, welches sie eröffnet. Das war eigentlich das große Problem. Doch jetzt scheint sie wieder für Schlagzeilen zu sorgen, weil sie ein bisschen, ja, als ein schlechtes Vorbild vorangeht. Wir zitieren mal weiter. Am Donnerstag geht es auch schon los. Von Donnerstag bis Sonntag berichtet die Influencerin in ihrer Instagram-Story von ihrem anstehenden Urlaub. Den habe sie schon vor Monaten gebucht. Gemeinsam mit zwei Freundinnen werden sie auf die spanische Insel fliegen. Ohne Kinder. Bisschen Party, bisschen Malle, bisschen Spaß haben. Bisschen gute Laune, erklärt Anne. Und hier sehen wir sie nochmal. Bei ihren Abonnenten kommt das allerdings eher weniger gut an. Erst ein Menschenleben auslöschen und danach in den Urlaub und so tun, als ob nichts wäre. Das kann man nicht verstehen. Oder und Donnerstag erstmal nach Malle feiern. Ich würde die Zeit jetzt eher mit den Kids verbringen und nicht schon wieder kinderfrei machen, kommentieren zwei Users Annas aktuellen Post auf der Plattform. Ja, wie findet ihr, dass Anne jetzt Party machen will? Sie wird schon wissen, was sie tut. Ich finde, das geht gar nicht. Mal sehen, wie die Community abstimmt. Ja, und hier genau dieses Meinungsbild, was ich auch habe. Zitat Ende hier auf jeden Fall. Also, das Problem ist, und das muss ich hier einfach an dieser Stelle noch einmal sagen, man hat ja eine gewisse Vorbildfunktion, gerade als junge Mutter, die öffentlich hier über eine Abtreibung gesprochen hat, was natürlich ihre eigene Entscheidung ist. Aber dennoch sollte man zumindest sich auch in irgendeiner Form vielleicht betroffen zeigen. Natürlich wissen wir nicht, wie es in ihr wirklich aussieht, aber das Signal, ohne Kinder alleine nach Mallorca zu fliegen und dort Party zu machen, Zitat, ist vielleicht nicht das richtiges Statement der Betroffenheit. Und wenn man sich dann noch Anne Wünsches Story auf Instagram anguckt, da sträuben sich einen schon die Haare. Und das machen wir jetzt mal. Wir gucken mal bei Anne Wünsche direkt in die Story rein. Kaffee Nummer 2. Ich sehe immer noch aus wie gerade eben. Ich habe noch gar nichts gemacht. Also doch, ich habe gearbeitet und ich habe mich um Savio gekümmert, der jetzt gerade wieder eine Schublade ausräumt. Aber ich habe sonst an mir jetzt noch nichts gemacht. Ich sehe noch aus wie vorher. Ich habe ganz überlegt, wenn ich jetzt nach Mallorca fliege, ob ich das auch gleich damit verbinde und mir mal eine Wohnung angucke. Ich möchte ja da unbedingt drüben eine Wohnung kaufen. Das ist ja so lange ein Traum von mir. Ich hatte ja mal eine Wohnung gehabt, die hatte ich ja gemietet.
Und hatte dafür monatlich Miete gezahlt. Und das hatte ich zuerst gemacht, bevor ich da irgendwas kaufe und danach bereue ich das oder so. Deswegen hatte ich erstmal eine Mietwohnung. Und die habe ich aber aufgegeben, als ich schwanger wurde mit Savio. Jetzt wird Savio aber bald ein Jahr alt und die Sehnsucht nach Mallorca ist immer noch da. Also jetzt möchte ich definitiv kaufen. Die beiden Frauen, wie gesagt, die haben meinen größten Respekt und ich feiere die beiden so extrem, weil sie einfach das gemacht haben, was sie wollten und mit dem einfach auch erfolgreich geworden sind. Wahnsinn. Wer ist das? Wirklich. So, und hier postet Anne Wünsche dann selbst einen Promi-Flash-Artikel. Nach Abtreibung Anne Wünsche hat Lust auf Party machen. Und sie kommentiert, wie kann sie nur den gebuchten Urlaub, den sie vor Monaten gebucht hat, wahrnehmen, aber scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr. Und dann kommt die, wie ich finde, sehr patzige Story von ihr. Aber scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr. Ich kann natürlich jetzt auch den Urlaub absagen, für den ich 2000 Euro bezahlt habe. Geld wächst ja auf Bäumen, ist ja gar kein Problem und kann dann einfach die Tage durchheulen, anstatt mich jetzt einfach mal abzulenken, um mein Leben weiterzuleben. Können wir jetzt ewig drauf rumreiten. Klar, gar kein Ding, machen wir. Tja, das war ihr Statement dazu und ich muss euch wirklich sagen, das ist nicht das Vorbild, was ich von einer Mutter und Influencerin öffentlich sehen möchte. Ich muss euch ehrlich sagen, natürlich braucht man keine Betroffenheit vorheuchen, wenn man nicht betroffen ist. Als erstes würde ich euch bitten, höflich und sachlich in den Kommentaren darüber zu diskutieren. Wie seht ihr das? Ist das digital jetzt nach Malle zu fliegen und Party zu machen, wo der Schwangerschaftsabbruch noch nicht mal eine Woche her ist? Findet ihr das richtig oder sagt ihr nein? Man sollte sich jetzt Zeit für die Familie nehmen, sich mit den eigenen Kindern beschäftigen und einfach eine gewisse Zusammenkunft haben und natürlich auch öffentlich eine andere Präsenz zeigen. Das, das stelle ich euch zur Diskussion gerne mal in die Kommentare gegenüber. Diskutiert das. Ich habe dazu auch eine Meinung. Natürlich ist sie ein freier Mensch und kann machen, was sie möchte und das sei ihr auch gegönnt, aber ich glaube, dass es ein falsches Signal ist, damit öffentlich umzugehen. Man darf nicht vergessen, Anne Wünsche hat eine sehr junge Community, die natürlich in ihr auch eine Vorbildfunktion sehen. Und das ist ja schon mal das eine, wenn man das Thema Schwangerschaftsabbruch so öffentlich macht, wie sie es gemacht hat. Das ist ja ihr gutes Recht. Allerdings denn dann über die Konsequenzen des Schwangerschaftsabbruches nicht so richtig zu berichten, sondern eher zu zeigen, dass ihr jetzt nach Urlaub ist, dass ihr jetzt nach Party machen ist, trinken, saufen, weiß der Geier was. Ich glaube, das ist einfach das falsche Signal und vor allen Dingen auch eine völlig falsche Rolle einer Vorbildfunktion, die sie auch hat, auch wenn sie der Meinung ist, dass sie diese Vorbildfunktion nicht hat. Aber mit einem öffentlichen Instagram-Profil mit sehr vielen Zuschauern ist man einfach in einer Vorbildfunktion, ob man das möchte oder nicht. Und ich finde persönlich, meine persönliche Meinung, ist der Sprung von ich treibe ab bis hin zu, ich gehe jetzt nach Mallorca und mache Party, sehr, sehr nah beieinander. Und natürlich, ich verstehe auch das, was sie sagt, ja, Urlaub 2000 Euro, ich sehe das gar nicht ein. Okay, kann ich nachvollziehen auf einer gewissen Art und Weise. Auf der anderen Seite muss man für sein Handeln auch Konsequenzen übernehmen. Und das fehlt mir bei ihr so ein bisschen. Ich möchte hier Anne Wünsche nicht irgendwie bevormunden oder so, aber das ist so nur meine Beobachtung. Und sich denn aber, und das ist das, was ich eigentlich kritisiere, sich denn aber so patzig und süffisant öffentlich über den Promiflash-Artikel zu zeigen, das finde ich total falsch. Das fand ich wirklich total daneben. Und da frage ich mich auch wirklich, was ihre Mission in dem Moment war, so zu reagieren. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht, wie ihr darüber denkt, ob ihr ein bisschen meiner Meinung seid oder ob ihr sagt, nee, Danny, sie kann machen, was sie will und eine öffentliche Vorbildfunktion ist sie ja sowieso nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde mich jetzt schon verabschieden. Freue mich aber, wenn wir uns hier heute um 14 Uhr wiedersehen und vergesst auf keinen Fall, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Freunde, macht es gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Tag. Tschüss.